Hallo und herzlich willkommen bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert und heute geht es um den dritten Teil meiner Reaction zu Deutschland im Ernstfall, wie sicher ist unsere Energieversorgung? Eine Reportage von der ARD über, eben kritische Infrastruktur, vor allem hier eben mit dem Fokus auf die Energieversorgung. Das ist für uns natürlich interessant. In den beiden vorigen Folgen dazu habe ich dann jeweils schon eine Viertelstunde dieser Reportage besprochen und jetzt soll es eben noch um die letzte Viertelstunde gehen und los geht's. Auch Markus Röck von der Branddirektion Frankfurt am Main setzt sich mit Katastrophenszenarien und Krisenplanung auseinander. Also wenn wir über ein Szenario nachdenken wie einen langanhaltenden, flächendeckenden Stromausfall, dann ist ein ganz großes Problem, dass wir nach wenigen Stunden keine Kommunikation mit der Bevölkerung mehr haben. Und genau, das hatte ich auch im zweiten Teil angesprochen, dass eben mit dem Stromausfall nicht nur das, was man sich typischerweise schon denkt, wie Pumpen für die Trinkwasserversorgung, Mobilfunk und Internet und so weiter ausfallen, also so ganz viele Rahmenbedingungen, ganz neben natürlich dem Strom selbst für Licht und aber auch für Wärmeanwendung, sondern eben ja zum Beispiel jegliche Kommunikationswege irgendwie abgeschnitten sind, weil eben zum einen, wie gesagt, Mobilfunk und Radio und Fernsehen und Internet nicht mehr funktionieren, aber eben auch das Herumfahren mit einem Lautsprecherwagen, so als simpelste Variante, auch schwierig wird, weil man ja das Benzin, den Diesel nicht mehr bei der Tankstelle hochpumpen kann, weil auch dafür man ja Strom brauchen würde. Und dann ist natürlich auch gerade der weitere Katastrophenschutz, Feuerwehr und Co. vor einige Herausforderungen gestellt. Wenn Sie sich vorstellen, eine Feuerwehr, der Rettungsdienst, beginnt jeder Einsatz eigentlich mit einem Notruf, der dann so nicht mehr möglich ist. Dafür gibt es das Leuchtturmkonzept. Genau, und wir endeten bei der zweiten Folge mit der Frage nach den Leuchttürmen, also nach öffentlich zugänglichen Gebäuden zum Beispiel in einem Stadtbild, die dann als Anlaufstelle im Katastrophenfall fungieren würden, weil eben, wie gesagt, die Kommunikation untereinander und auch mit den Einsatzkräften ist ansonsten kaum möglich. Jedes Feuerwehrhaus, jede Freiwillige Feuerwehr hat einen festen Standort, der ist mit einem Notstrom weiter Strom versorgt und wenn es dunkel ist, sozusagen ein Leuchtturm. Dort kann die Bevölkerung sich einfinden, hingehen und einen Notruf absetzen und wir haben dafür jetzt schon gesorgt, dass wir mit all diesen Standorten kommunikationsfähig sind. Und dann tagt der Krisenstab. Der Brandmeister hat die Einsatzleitung. An seiner Seite Polizei, Freiwillige Feuerwehr und THW, Rettungsdienste, Stadtwerke, Gesundheitsamt. Jeder hat eine ganz spezielle Zuständigkeit, jeder kennt auch die Rolle, sowas wird auch regelmäßig geübt. Wir können uns je nach Problem, nach Krise auch Fachexpertise dazu holen, den sogenannten Fachberatern. Wir bewerten die Situation, machen auch eine Prognose, was wird passieren, leiten dann die Maßnahmen ein, geben das in Befehle, die gehen dann wieder zu den Einheiten vor Ort und so versuchen wir dann diese Gesamtlage zu beherrschen und zu koordinieren. Wobei man natürlich eben auch sagen muss, und das haben wir in den vorigen Folgen auch ausführlich besprochen, dass selbst Notstrom meistens nicht wirklich darauf ausgelegt ist, dauerhaft funktionieren zu können, sondern eben nur kurze Zeiträume überbrücken kann. Und theoretisch natürlich gerade Gebäude mit großen Photovoltaikanlagen und großen Speichern, aber wenig Verbrauch, prinzipiell auch eine Quelle sein können für regionale oder lokale Stromanwendungen, ne, weil eben jeden Tag die Sonne ja wieder scheint. Oder eben auch die Windräder natürlich auch eine gute Quelle dafür sein würden, an einer bestimmten Stelle einfach wieder Strom zu liefern. Aber um ein Stromnetz grundsätzlich wieder aufzubauen, brauchen wir kaltstartfähige, schwarzstartfähige Kraftwerke. Das sind also verschiedenartige Anlagen, die von jetzt auf gleich ein Stromnetz auch so lange mit Strom versorgen könnten, dass die nächsten
Anwendungen erkennen, okay, Stromnetz ist wieder da, jetzt kann ich hier auch wieder funktionieren, weil zum Beispiel auch viele Photovoltaikanlagen oder viele Wechselrichter der Photovoltaikanlagen ohne angeschlossenes Stromnetz gar nicht einspeisen, gar nicht wirklich funktionieren. Und dementsprechend brauchen wir hier so praktisch die Signale in beide Richtungen, damit sich das Netz so nach und nach überhaupt erst wieder richtig aufbauen könnte. Das ist also kompliziert. Und selbst diese benannten Notstrominseln bei diesen Leuchttürmen, naja, ist schön und gut für die kurze Zeit des Notfalls selbst, ne? Aber für dauerhafte Stromausfälle auch trotzdem nicht wirklich geeignet. Die Feuerwehr in Frankfurt ist auf einen Ernstfall also gut vorbereitet. Andere Orte rüsten jetzt nach. Auch weil manche eine Katastrophe erlebt haben. 2021 hat ein Hochwasser viele Orte im Ahrtal zerstört. Maischoss ist einer davon. Bis heute kämpfen die Menschen hier mit den Folgen der Flut. Ich treffe Gerd Baltes und Arne Schwarze. Gerd Baltes hat den Krisenstab geleitet. Sein Katastrophenleuchtturm damals, die Kirche. War noch der einzigste Raum im ganzen Ort, der für größere Versammlungen noch geeignet war. Mhm. Alles andere war ja von der Flut betroffen. Wir hatten hier an der Stelle zum Beispiel eine Apotheke aufgebaut. Da kamen auch jede Menge Sachspenden, sodass die gesamte Kirche, die war voll, wirklich bis zu einer Höhe von 2 Metern mit Sachspenden. Wie hat sich dann dieser Ort entwickelt? Was ist hier genau passiert? Die Flut hat ja jegliche Kommunikation zerstört. Also wir hatten keinen Handyempfang, keinen Funkempfang. Die meisten Wege waren ja auch zerstört. Die üblichen Kommunikationswege, die man so kennt, man ruft mal schnell an, wie geht's, und na, alle gut nach Hause gekommen, hatte keiner. Es wäre aber natürlich. Genau, das ist ein sehr gutes Beispiel, trotz aller Tragik, für eben das Beschriebene, dass ohne Strom die gesamten elektrisierten Kommunikationswege und elektronischen Geräte und auch unser Fortschritt der Digitalisierung zwar schön und gut sind, aber eben nicht funktionieren. Ja, ohne Strom funktioniert gar nichts davon. Und in dieser Flutkatastrophe in unserem Land haben wir dann sehr gut gesehen, wie das regional, durch diese auch regionale Verteilung dieser Katastrophe, dieses Katastrophenfalls, wie das eben regional tatsächlich schon für Probleme in der Koordination gesorgt hat. Zum Glück war ja drumherum das System jetzt nicht wirklich zusammengebrochen. Oder man konnte dann zum Beispiel bei Stromleitungen eben sagen, an dieser Stelle können wir praktisch abknapsen und praktisch bis dahin Strom trotzdem liefern. Und dann geht er über parallele Leitungen, geht dann der Strom auch weiter. Nur eben an den konkret beschädigten Stellen keine Chance. Und so ließ sich ja zumindest der Einsatz von eben drumherum gut organisieren, so gut es eben ging. Aber direkt vor Ort ist natürlich alles zusammengebrochen, ganz von den physikalischen Schäden vor Ort abgesehen. Für die Zukunft zu fragen, ob wir mit den Erfahrungen, die wir jetzt hier gesammelt haben, ob wir da nicht irgendein Konzept draufsetzen kann, dass diese... Ich sag mal, dieses Loch in der Kommunikation von mindestens 2 Wochen etwas früher geschlossen werden könnte. Am Ahrtal haben wir gesehen, dass A, die Übungen nicht ausreichend sind. Man muss Krisenbewältigung regelmäßig üben, um zu wissen, was tue ich in einem so einem Zustand. Also wie agiere ich, wer sind die Köpfe, die ich in der Krise kennen muss. Wenn ich das nicht regelmäßig übe mit einem solch komplexen und großen Szenario mit so vielen Akteuren und Beteiligten, dann endet das eben in so einem Desaster. In Maischoss lasse ich mir von den ehemaligen Mitgliedern des Katastrophenstabs erzählen, was es heißt, zu improvisieren. Ein Einsatzabschnitt medizinische Versorgung, was darunter fällt, überhaupt Abschnitt Versorgung, sprich Essen, Trinken, Trinkwasser, ganz großes Thema am Anfang. Dann war ein weiterer Einsatzabschnitt beispielsweise Infrastruktur, welche Straßen sind befahrbar, / müssen geräumt werden. Wer mit dem Bleistift umgehen konnte, war ein Vorteil, ja. Mhm. Also im Prinzip haben wir alles händisch gemacht. Das heißt Zettel oder wie? Wir haben Zettel gebildet, die sind an die Pinnwand gesteckt worden oder an die Wand geklebt worden. Ja, also wir hatten hier natürlich... Ja, das ist eben genau der Punkt. Ne? Für den eigenen persönlichen Katastrophenschutz und für natürlich auch so die kommunale Vorbereitung muss man dann die Wege sich vorher schon überlegt haben, über die man analog, vielleicht auch noch
mit mechanischen Geräten, aber eben nicht mit elektronischen Geräten. Naja, Versorgung und Kommunikation irgendwie möglich machen kann oder auch eben wie in diesen Fällen ja Organisation, Koordination möglich machen kann. Stift und Zettel sind da natürlich eine Möglichkeit und die kann man im Zweifel auch noch irgendwo hinbringen, damit auch die Nächsten Bescheid wissen. Aber ja, das ist eben genau ein perfektes Beispiel dafür, was passiert, wenn der Strom schon etwas größerflächig ausfällt und damit eben auch alle weiteren Bereiche des Lebens so kaskadenhaft mit wegfallen. Natürlich eine absolute Chaosphase und wir mussten schnellstmöglich irgendwie zu einer Kommunikation kommen. Hier oben war das natürlich einfach im direkten Zusammenspiel, aber wenn wir dann unsere Einsatzabschnitte gebildet hatten, dann war es halt so, dass es ja schnell gehen musste. Und für diesen Zweck haben wir uns halt Funkgeräte besorgt von der Polizei in Bonn. Was fehlte, war ein Lagebild. Aber genau das, erfahre ich, brauchen Einsatzkräfte am dringendsten, um zu wissen, wo die Not am größten ist. Dafür hat ein Team vom Fraunhofer Institut FKIE ein mobiles System zur Lagebilderfassung entwickelt. Unsere Idee ist, dass auch die Bevölkerung Informationen eingeben kann. Sie werden dann durch sogenannte Sichter vor Ort nochmal geprüft, damit auch keine Falschinformationen da reinkommen, damit es gesicherte Informationen sind. Und der Stab, wo wir uns jetzt hier befinden, der hat die Möglichkeit, das Ganze so zu sortieren. Das hat aber immer noch nichts mit dem Blackout-Szenario zu tun. Ne? Also hier gehen wir immer noch davon aus, dass vereinzelt die Leute in der Lage sind, in der Kommunikation, vielleicht auch mit dem digitalen Gerät, was dann in dieses System etwas einspielen kann, irgendwie da aufzunehmen. Das geht jetzt auch schon eine Weile hier nicht mehr wirklich um den Energieaspekt und den Blackout-Aspekt, sondern allgemein um Katastrophenschutz. Deswegen ist das so ein bisschen thematisch gerade auch in eine andere Richtung gegangen. Und auch dieses Beispiel mit eben der Dateneingabe, naja, ist schlussendlich nur dann möglich, wenn überhaupt noch irgendwelche Geräte für solchen Input zur Verfügung stehen. Und im echten Blackout ist das nicht mehr der Fall. Nicht nur, dass deren Akku irgendwann leer ist, sondern es gibt keinen Mobilfunkempfang mehr, wenn flächendeckend Strom ausfällt, ne? Weil dann allein die Mobilfunktürme auch keine Stromversorgung mehr haben, sobald deren jeweiligen Notstromaggregate auch ihren Geist aufgegeben haben. Im Katastrophenfall können Einsatz- und Rettungskräfte die Hilfegesuche dann nach Dringlichkeit abarbeiten. Ganz ohne Zettelwirtschaft. Aber trotzdem nur mit Geräten, die noch Strom haben. Auch die Bevölkerung kann dann auf ihren Smartphones, wenn sie sich in die WLAN einklinken, die Rückmeldung, die Informationen sehen. Ein Kollege von uns sagte mal so schön wie beim Lieferdienst, man sieht... Ja, okay, in das WLAN einklinken. Also geht man jetzt davon aus, dass man flächendeckend ein eigenes, praktisch so kommunales, regionales WLAN aufbaut, indem man also verschiedene Sendemasten dann aktiviert, die dieses Katastrophen-WLAN praktisch, Katastrophenschutz-WLAN aufbauen. Also ehrlich gesagt glaube ich, dass die allerwenigsten Kommunen, Gemeinden, Landkreise, also auch immer in Deutschland überhaupt sowas auch nochmal jeweils bedacht haben. Die wenigsten hätten sowas überhaupt. Und dementsprechend ist das zwar eine coole Idee, aber eben hat, glaube ich, nichts mit unserer lebendigen Realität zu tun. Und geht ja trotzdem davon aus, dass wir Smartphones haben, die immer noch ihren Akku aufladen können. Und dass wir Stromversorgung an den Stellen haben, wo dann diese Funkmasten für das Katastrophenschutz-WLAN betrieben werden würden. Also das ist ja immer noch kein echter Blackout. Es sind noch 3 Lieferungen vor Ihnen, was wieder den Stab entlastet, sodass die Bürger hier nicht immer reinkommen und nachfragen, was ist denn mit meinem Anliegen, sondern es gibt auch eine Rückmeldung. Aktuell werden letzte Hürden beseitigt. Und wenn alles klappt, kann das System noch in diesem Jahr verwendet werden. Die Hochwasserkatastrophe im Ahrtal hat uns noch etwas sehr deutlich gezeigt. Viele Menschen wurden nicht rechtzeitig gewarnt. Hätte hier vielleicht Cell Broadcast helfen können? Erst im Dezember gab es vom BBK, dem Bundesamt für Bevölkerung und Katastrophenschutz, einen bundesweiten Testlauf für dieses Warnsystem. Wie funktioniert das? Das war ja wirklich sehr witzig. Viele Leute haben sich ja trotzdem nicht damit beschäftigt, wie an diesem Warntag die Warnsignale eigentlich ausgespielt werden.
Und gerade so in Zügen und an Bahnhöfen gab es da sehr, sehr witzige Bilder, hat man ja auf Social Media dann zu Genüge gesehen, dass die Leute gar nicht verstanden haben, dass aus ihrer eigenen Tasche gerade dieses Geräusch kommt. Und ich selbst, wir waren auch im Homeoffice zu Hause und ganz oben bei uns praktisch lag das Handy mit dem Warnsignal und wir waren halt zwei Etagen weiter unten und haben einfach nur so ein komisches Geräusch gehört und gefragt, was ist das denn da? Was auch darauf hinweist, dass ja selbst ich mich überhaupt nicht damit beschäftigt habe, wie so ein Warnsignal, so ein Notfallsignal dann nachher aussieht an diesem bundesweiten Warntag. Und ich glaube, dass eben, ja, solange überhaupt die Smartphones noch dann funktionieren würden, da trotzdem die Nachrichten kaum zielgerichtet ankommen. Es ist halt sicherlich in der Variante wie, hey, jetzt kommt hier die Flut, in einer Stunde ist hier alles zerstört, bitte geht jetzt vor Ort weg. Ne, dass das für solche Zwecke irgendwie noch sinnvoll ist. Aber naja, im Zweifel beim echten Blackout erreicht uns auch diese Katastrophenwarnmeldung nicht mehr. Cell Broadcast. Im Idealfall so. Alle Mobilgeräte, die in einem gefährdeten Gebiet in Funkzellen eingeloggt sind, bekommen automatisch einen Warnhinweis. Damit wäre die Art der Warnung einheitlich. Der Inhalt muss es aber deswegen noch lange nicht sein. Warnmeldungen in Deutschland werden eingestellt von den jeweils Verantwortlichen einer Kommune, einer Behörde oder eines Landkreises. Das sind in Deutschland mehrere tausend verschiedene Akteure. Jedes BBK ist nicht für die Inhalte verantwortlich, es stellt den Kommunikationskanal an die Bevölkerung dar. Hier zeigt sich erneut das Problem, das wir in Deutschland mit dem Krisenmanagement haben. Zu viele Akteure, keine Einheitlichkeit. Jeder Landkreis, jede Stadt kann eigene Warninhalte formulieren und Warnstufen festlegen. Dabei ist die Technik nicht neu. Andere Länder wie die Niederlande benutzen sie schon seit Jahren. Deutschland hat also noch einiges aufzuholen. Aber ja, das hat mich sowieso verwundert. Also Cell Broadcast, was ja das System hinter dieser SMS-artigen Meldung ist, die eben dieses Notfallsignal auf dem Smartphone dann hervorruft, das ist wirklich ein fast schon uralter Weg der Kommunikation. Und jedes Handy kann das prinzipiell, jedes Mobilfunknetz kann das prinzipiell. Wir haben das nur in Deutschland überhaupt nicht genutzt. Und ich meine sogar, dass das vor langer Zeit prinzipiell auch ausgerollt war als Funktion, aber dann irgendwann von den Betreibern abgestellt wurde und eben erst jetzt im Kontext dieser Testwarntage wieder aktiviert wurde und eigentlich ein super Weg ist, um in der immer noch funktionierenden Gesellschaft, ne, so diese Nachrichten über diesen Kommunikationsweg auszuspielen. Aber wie gesagt, in der Idee des Blackouts ist es dafür zu spät. Wer die ersten Folgen noch nicht gesehen hat, ich will es, nachdem ich so ein paar Mal Blackout gesagt habe, nochmal klar sagen, der kommt nicht. Ne? Also wir haben auch in diesen ersten beiden Teilen klar gehört, die Vorbereitungen für den theoretischen Blackout, die sind wichtig und die machen wir auch, aber die Wahrscheinlichkeit ist unfassbar gering, dass wir jeweils einen Blackout hätten im Sinne eines wirklich flächendeckenden Stromausfalls, selbst der Brownout, das gezielte Abschalten bestimmter Ecken ist äußerst unwahrscheinlich und wird auch insbesondere jetzt nicht in dieser aktuellen Energiekrise passieren, weil wir dafür überhaupt nicht in die notwendigen Nöte kommen, sondern eher aktuell, ich sag mal, so was wie Stromnetzengpässe haben, also gar nicht zu wenig Strom oder zu viel Strom, sondern nicht die richtige Menge Strom am richtigen Ort. Also dass praktisch die Netze, die Leitungen nicht korrekt genug ausgebaut sind, um Strom zum Beispiel vom windreichen Nordsee in den Süden zu bringen. Das ist das klassische Beispiel. Oder eben viel noch mehr, meiner Meinung entsprechend, nicht genügend dezentrale Erzeugung zum Beispiel auch im Süden haben. Das ist eine der größten Baustellen. Wir müssen an jeder Stelle Photovoltaik und Windräder haben, damit wir überhaupt erst das System von morgen sinnvoll aufbauen können. Dazu dann noch Speicheranlagen und dann geht es langsam in die richtige Richtung. Dementsprechend, wir sind zwar in einer Krisensituation, aber das ist allgemeine Unsicherheit. Das hat nichts damit zu tun, dass wir konkret in Richtung einer Katastrophe, eines Blackouts gehen würden. Ne? Nur das nochmal zur Klarstellung, weil ich hier immer so betone mit, oh, beim Blackout funktioniert das so auch nicht. Wir reden ja nur über die Notfallmaßnahmen für den theoretischen Blackout und wir sollten
Wege haben, um uns für sowas vorzubereiten, genauso für wie jede andere Katastrophe, wenn man eben bestimmte Vorbereitungen parat haben sollte. Bleiben wir noch in unserem Blackout-Szenario. Danke. Eine ganze Region hat keinen Strom mehr. Dann ist auch die Wasserversorgung keine Selbstverständlichkeit mehr. Keine Pumpen mehr. Ja. Ohne Strom ist auch unsere Trinkwasserversorgung bedroht. Und das hieße dann auch kein Duschen, kein Waschen, kein Spülen. Wie also bereiten sich Wasserversorger auf den Ernstfall vor? Die nächste Station meiner Reise. Gelsenwasser in Haltern am See. Rund 1 Million Menschen, erfahre ich, versorgt das Wasserwerk jeden Tag mit 200 Millionen Litern Wasser. Ganz schön viel. Und das müssen sie laut Trinkwassernotversorgung auch bei einem regionalen Stromausfall wie in unserem Szenario gewährleisten. Und zwar für mindestens 72 Stunden. Dafür hat Gelsenwasser Notstromaggregate. Zwei davon zeigt mir der technische Leiter des Wasserwerks, Heiko Döring. Das heißt, die würden dann auch im Fall der Fälle anspringen? Genau. Wenn wir einen Netzausfall haben, werden die von den Kollegen gestartet und innerhalb von 20 bis 30 Sekunden haben wir dann die Förderung wieder über die Notstromaggregate übernommen. Und wie oft mussten die schon ans Netz? Sehr selten, im scharfen Fall, aber wir üben das natürlich. Also wir haben wöchentliche Probeläufe und wir haben... Das ist auch eine interessante Antwort, ne? Sehr selten, aber wir üben es natürlich wöchentlich. Gelsenwasser ist einer der größten in Deutschland, ne? 1 Million Kunden wurde ja gesagt. Wasserversorgung ist sowieso relativ regional organisiert, ne? Also gibt es viele, viele, viele Player vor Ort. Und Gelsenwasser gehört, wie gesagt, zu den größten. Und wir haben im Normalbetrieb eigentlich keine Katastrophen in der Wasserversorgung oder keinen so derartigen Stromausfall, dass diese Notstromaggregate wirklich laufen müssten. Es ist natürlich sinnvoll, das dauerhaft zu üben, um eben auch als Betreiber von kritischer Infrastruktur dann fähig zu sein, im echten Katastrophenfall diese 72 Stunden mindestens, also 3 Tage, auch Betrieb aufrechterhalten zu können. Das Dilemma ist halt tatsächlich, wie gesagt, ne, Pumpen funktionieren nicht, Reinigung funktioniert nicht. Und dementsprechend haben wir weder frisches Wasser in den Leitungen überhaupt, noch bei uns aus dem Wasserhahn kommt. Und da stellt sich dann eben tatsächlich zum Beispiel die Frage, wie würde man im echten Katastrophenfall, im echten flächendeckenden Blackout damit umgehen wollen? Und na, in Zweifel müsste man halt vorher schon sich Wasservorräte angelegt haben. Wer macht das schon? Wer hat auch überhaupt den Platz dafür? Wer hat auch das Geld übrig, um sich sowas zielgerichtet einzurichten? Ja, es ist wirklich schwierig. Aber es soll eben auch verdeutlichen, in dieser Idee des kompletten Stromausfalls bricht nun mal unsere zivilisatorische Gesellschaft einmal wirklich zusammen. In diesem unfassbar unwahrscheinlichen Szenario. Großen Probelauf, den wir regelmäßig machen, mit tatsächlichem Wegschalten des Netzes von außen. Hier wird also regelmäßig geübt, damit bei einem Stromausfall alles weiterläuft. Eine Einschränkung gibt es aber. Zwar bekommen 89% des Versorgungsgebiets weiterhin Wasser, aber für höher gelegene Gebiete reicht der Pumpendruck nicht aus. Dafür gibt es Druckerhöhungsanlagen, die aber nicht alle ans Notstromnetz angeschlossen sind. Wichtig sind sie dennoch, vor allem für die 11%, die in höheren Lagen wohnen. Um auch die mit Trinkwasser zu versorgen, kommt ein mobiles Gerät zum Einsatz. Jetzt wird der Notstromumschalter getätigt. Da ist der Not. So, wow. Licht geht weg. Das heißt, jetzt sind wir auf Notstrom. Ja, und jetzt sind wir wieder ganz normal im Betrieb, aber über draußen das Notstromaggregat. 2 bis 3 Tage, sagen Sie, reicht ungefähr der Vorrat an Treibstoff. Und dann? Und dann sind wir auf die Treibstoffversorgung der Krisenstäbe der öffentlichen Behörden angewiesen. Und wir sind dazu auch in Abstimmung mit den Behörden. Also die kennen unseren Bedarf, die wissen, dass wir in der ersten Zeit ohne sie auskommen, aber dann auf ihre Unterstützung angewiesen sind. Die wissen von unserem Bedarf, ja, das ist schon sehr schön, dass die verschiedenen Stellen der Daseinsvorsorge auch miteinander sprechen.
Ich meine, das ist gerade ein schönes Beispiel dafür, wie man eben in dem Fall des mindestens regionalen Blackouts reagieren kann, um eben zum Beispiel diese Generatoren aufzustellen, die dann mit fossilem Treibstoff bis auf Weiteres zu befüllen, der bevorratet ist und dann eben bei einem fortwährenden Ausfall auch von außen bestenfalls herangeschafft werden kann. Aber auch da ist eben irgendwann die Bevorratung schwierig, weil weiterhin ja kaum Pumpen zur Verfügung stehen. Deswegen auch die klassische Tankstelle nicht funktioniert. Muss man also sehen, wie man sowas dann eigentlich in Zukunft wirklich zielsicher noch weiter ausbauen kann. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man mit Photovoltaik an Tankstellenanlagen einen gewissen Pumpenbedarf abdecken kann, aber eben auch nur einen gewissen. Wenn um die Ecke Windräder sind und man hat da eine zielgerichtete Stromsteuerung, dann kann man das sicherlich damit auch angehen, solange die Windräder produzieren. Naja, ist aber eben da sicherlich doch irgendwie, glaube ich, nicht Teil der klassischen Planung von Anlagen, dass sie eben für sowas auch ausgerichtet werden. Katastrophenschutz ist eben ein doch extremes Nischenthema und streng genommen, glaube ich, sind wir an den meisten Stellen überhaupt gar nicht darauf vorbereitet, was da passieren soll. Und eben nur in den Verwaltungsstellen und vor allem bei den Betreibern der kritischen Infrastruktur ist das ein Thema im Alltag. Gelsenwasser ist gut vorbereitet, denn es gehört zu dem 1% der Wasserversorger, die als Kritisunternehmen dazu verpflichtet sind. Das Problem bei den Wasserversorgern oder Entsorgern ist, dass tatsächlich kaum ein Unternehmen dort unter diese Kritis-Schwelle fällt. Das heißt also, ab 500... Sind die zu klein? Sind die meisten... Also ich habe ja vorhin mal erwähnt, es gibt sehr, sehr viele Wasserversorger eben vor Ort. Das ist sehr, sehr zerstückelt. Die meisten sind wahrscheinlich zu klein, um die behördlichen Vorschriften, ab wann man als Kritis-Betreiber ganz besondere Vorgaben zum Betrieb der kritischen Infrastruktur eben erfüllen muss, ob das dafür in Frage kommt. Ja, das ist natürlich noch skurriler, weil dann müssen die meisten, also 99% der Wasserversorger, sich überhaupt nicht damit beschäftigen, mit sowas vorzuhalten. Die sind auch meistens sehr klein, klar, das ist dann auch sicherlich schwierig, aber dennoch sollte das eigentlich dazugehören. Finde ich natürlich kurios, weil auch sowas wie dann Wasserwirtschaftszweckverbände, Abwasserwirtschaftszweckverbände, die sind ja nun mal öffentlich-rechtlich, die sind nun mal klar kommunal und mit einer Daseinsvorsorge unterwegs als zentrale Aufgabe. Da gehört natürlich sowas eigentlich mit dazu. Dann hören wir uns mal weiter an, was er dazu zu sagen hat. Mit Bürgern fällt ja ein Unternehmen unter Kritis. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger als 1% der Unternehmen, der Wasserunternehmen. Das Problem bei den Wasserversorgern oder Entsorgern ist, dass tatsächlich kaum ein Unternehmen dort unter diese Kritis-Schwelle fällt. Das heißt also, ab 500.000 versorgten Mitbürgern fällt ja ein Unternehmen unter Kritis. Das heißt, wir haben tatsächlich weniger als 1% der Unternehmen, der Wasserunternehmen in Deutschland, die Kritis sind. Wir reden da von 47 Kritis-Unternehmen. Alle anderen sind nicht kritische Infrastruktur, fallen nicht unter das Gesetz, müssen nicht die entsprechenden Maßnahmen umsetzen und leider tun sie das dann eben auch nicht. Nur die ganz großen Versorger müssen vorbereitet sein. Keine guten Nachrichten, finde ich. Ja, wenn 50 von 5000 Wasserversorgern sich kümmern, ist das kein gutes. Und was ist mit Lebensmitteln? Denn wenn bei einem Stromausfall die Kassensysteme nicht mehr funktionieren oder die Supermarkttüren zubleiben, wie fülle ich dann meine Regale zu Hause? Keine Supermarkttüren, die sehe ich von alleine öffnen. Ob die 150 Lager, die der Bund als Notreserve betreibt, eine Lösung sind, ist fraglich. Das Konzept stammt aus dem Kalten Krieg. Getreide, Reis und Linsen sollen im Ernstfall die Grundversorgung sicherstellen. Doch angetastet wird das alles erst, wenn mindestens ein Bundesland den Notstand ausruft. Das ist noch nie passiert. Es gibt bereits Ideen dazu, wie Supermärkte und Discounter bei einem regionalen Blackout helfen können. Strukturen und Logistik sind ja vorhanden. Das Problem? Der Einzelhandel fühlt sich weder verantwortlich, noch ist er vorbereitet. Es fehlt an Vorgaben vom Staat und, wie so oft, an Notstromaggregaten.
Ja, es geht also weiter. Ne? Der Strom fehlt und nichts funktioniert. Ganz plastisch, wie gerade schon erwähnt, nicht einmal die Tür zum Supermarkt geht auf. Die elektronische Tür wird sich nicht öffnen. Die muss also von jemandem manuell aufgeschlossen und dann eben aufgeschoben werden. Und das ist natürlich so das Erste dafür, dass wir uns vorstellen können, ja okay, das ist wirklich ein Problem. Die Kühlung funktioniert nicht, das Licht funktioniert nicht im Supermarkt. Und im Zweifel ist da eben auch sehr bald das Regal dann leer. Und ja, dann kann man damit rechnen, dass der nächste Lieferungs-LKW wirklich kommt, wenn Benzin ja auch an den Tankstellen ein Problem wird, weil man keine Pumpen für die Tankstellen hat, weil die nicht mehr funktionieren. Ne? Also das ist wirklich katastrophal. Und genau das steht auch hier auf Ihrem Büchlein drauf. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe rät daher, sich einen Notvorrat für 2 Wochen zuzulegen. 2 Liter Wasser pro Tag und ausreichend Nahrungsmittel. Zum Beispiel. Also knapp 30 Liter Wasser pro Person. Genügend Lebensmittel und weitere Utensilien. Mal ganz nebenbei irgendwo zu Hause lagern und dann eben auch regelmäßig wieder austauschen, erneuern, wenn zum Beispiel Mindesthaltbarkeitsdaten dann langsam angeschritten werden. Wer kann sich das leisten und wer hat den Platz dafür? Wer macht das denn? Wer hat überhaupt die Affinität für sowas? Also ich glaube, diese Appelle an die Bevölkerung sind schon richtig, aber man kann sich auf gar keinen Fall darauf verlassen, dass sich Menschen mit sowas überhaupt beschäftigen können. Also das ist für viele, viele Leute natürlich auch in der heutigen Zeit ja schon aufgrund des Geldbeutels gar nicht möglich ist. Und man auch nicht unbedingt den Platz hat oder noch Kellerräume übrig hat, wo man sowas dann auch noch sicher und nachhaltig trocken lagern könnte. Beispiel Fisch und Fleisch in Dosen, Gemüse und Obst, Nüsse und Haferflocken oder auch Salzstangen. Halt alles, was ohne Strom genießbar ist. Da kommt einiges zusammen. Man kann immer eine Fehlerkette haben, man kann immer einen Ausfall haben, es kann immer ein Problem entstehen, was man noch nicht kannte. Stromausfall kann immer passieren. Der kann auch länger dauern. Und dann sollte ich eben geeignete Maßnahmen für mich selbst ergreifen, zu sagen, wenn das passiert, was würde ich tun? Ja, der Staat wird ganz gerne zur Hilfe gerufen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Aber der Staat wird es nicht leisten können. Er wird nicht in einer Krisensituation dafür sorgen können, dass wir alle mit Wasser, mit Nahrungsmitteln versorgt sind. Das wird nicht funktionieren. Vorbereitung auf den Ernstfall ist also das A und O, damit aus einer Krise keine Katastrophe wird. Und dafür müssen nicht nur wir selbst, sondern auch all die gut gerüstet sein, von denen wir abhängig sind. Eigentlich haben wir eine stabile und vergleichsweise sichere Energieversorgung. Aber warum sagt sie es eigentlich? Eigentlich haben wir eine stabile, sichere Versorgung. Nach den nun 3 Reactions haben wir doch unisono eindeutig gehört, es gibt keine greifbare Blackout-Gefahr. Wir haben überhaupt gar keine spürbaren Momente, in denen wir kurz vor einem Blackout stehen würden. Überhaupt gar nicht. Ist nicht so. Wir haben zwar Momente, in denen eben ganz offensichtlich nicht die richtige Menge Strom am richtigen Ort ist. Das ist aber im Regelfall ein Stromnetzengpass. Und das lösen wir dann eben mit den Mitteln, die den Netzbetreibern zur Verfügung stehen. Reserven, Redispatch, Regelenergie und so weiter. Also eigentlich ist kein gutes Wort dafür zu beschreiben, was die Sicherheit in Deutschland eben so angeht. Wir sind offensichtlich und ganz klar und eindeutig mit einer sicheren Stromversorgung gesegnet. Müssen uns natürlich trotzdem damit beschäftigen, wie wir damit umgehen könnten, im absoluten Katastrophenfall dann eigentlich unser Leben zu organisieren. Denn wenn es passieren sollte, wie in der ersten Folge von mir auch gesagt, kann es schlimmstenfalls durch Krieg oder Terrorismus ja auch flächendeckend hervorgerufen werden. Dann fällt halt mit einem Mal die gesamte Grundlage unseres Alltags weg. Ja, kein Strom bedeutet kein Wasser, kein Licht, kein Mobilfunk, kein Handy aufladen, kein Internet, kein Radio, kein Fernsehen, keine Kommunikation, keine Pumpen im
nicht nur bei der Wasserversorgung, sondern eben auch bei den Tankstellen keine elektrischen Türen, die sich noch von alleine öffnen und so weiter. Also wirklich ganz, ganz viele Aspekte. Aber gucken wir uns mal noch die letzten Sekunden an. Auch hier sind wir verwundbar. Grund zur Panik gibt es deswegen nicht, denn wir haben Backup-Systeme. Außerdem können wir selbst was tun und mit dazu beitragen, dass wir gut durch eine mögliche Krise kommen, uns vorbereiten, vorsorgen. Dann können wir im Ernstfall uns und auch anderen helfen. Okay, ich finde auch jetzt diesen Appell am Ende nicht ganz treffend, weil es wird da gesagt, ne, eigentlich sicher, ne, das ist wirklich sicher. Und wir haben auch Backup-Systeme. Aber auch jeder von uns kann sich auf die Katastrophe vorbereiten. Und das mag zwar unter dem Gesichtspunkt des großen Ganzen auch sinnvoll zu sein, ne, Katastrophenschutzvorbereitung, wenn man das mit dem eigenen Geldbeutel vereinbaren kann und mit den eigenen Lagermöglichkeiten, zum Beispiel eine Bevorratung, eine minimal zumindest, auch einfach durchzuführen. Aber wenn es doch hier um die Energieversorgung geht, haben wir noch ganz andere Möglichkeiten, tatsächlich auch, naja, etwas als jeder Einzelne zu tun. Und das haben wir auch kürzlich erst auf dem YouTube-Kanal uns angeschaut, als es nämlich auch um eine sehr kuriose Blackout-Panikmache ging, die ich da kurz besprochen habe. Da hat nämlich jemand die Aussagen aus einer App von einem Übertragungsnetzbetreiber einfach wirklich mutwillig falsch interpretiert und dann panikmachend ausformuliert. Was ich auch sagen will, es gibt halt zum Beispiel eine App von dem Übertragungsnetzbetreiber, von dem Stromnetzbetreiber, in der gesagt wird, hey, morgen, zum Beispiel 17 Uhr, haben wir voraussichtlich einen erhöhten Maßnahmenbedarf, um das Stromnetz stabil zu halten. Was heißt, wir werden es stabil halten. No problemo, wir kriegen das hin, aber wir haben sehr viel Aufwand damit. Wenn ihr in diesen Momenten zum Beispiel weniger Strom verbraucht, dann hilft das ganz allgemein. Und damit ist natürlich gemeint, dass jeder Einzelne in der Bevölkerung, in diesem Fall ja in Baden-Württemberg, weil das ein Übertragungsnetzbetreiber aus Baden-Württemberg war, wenn ihr in diesem Moment weniger Strom verbraucht, heißt das, wir müssen weniger extra Strom produzieren oder importieren in diesem Moment nach Baden-Württemberg. Weil auch da, ganz wichtig, wir hatten in ganz Deutschland eine Überproduktion von Strom. Na, wir hatten extrem viel Windstrom im Norden, aber die Netze, die Leitungen haben es nicht geschafft, diese Menge nach Baden-Württemberg zu bringen. Also hatten wir in Bavü einen Mangel. Also ein Stromnetzengpass, ganz klar. Und deswegen musste in diesem Fall wohl aus der Schweiz zum Beispiel auch Strom importiert werden. Und solche Aspekte, solche Meldungen von zum Beispiel Netzbetreibern, ne, das ist durchaus etwas, was wir uns an vielen Stellen vorstellen können für die Zukunft. Dass also so Hinweise, so Tipps wie, hey, in dem Moment könnte weniger Stromverbrauch für uns alle ganz toll sein. Genauso gut, aber auch vielleicht in die andere Richtung gehend, hey, in diesem Moment haben wir ein unfassbares Überangebot an Strom, das ist auch nicht gut. Es geht nicht darum, so viel Strom wie nur möglich zu haben, weil der fließt ja irgendwo hin. In dem Moment muss er also eigentlich verbraucht werden und dann könnte eben auch gesagt werden, hey, jetzt morgen 14 Uhr könnt ihr auf jeden Fall wegen eines riesigen Photovoltaik-Überproduktionsplusses mit auch noch vielen Windrädern, da könnt ihr auf jeden Fall verbrauchen, was ihr wollt. Werft alles an, das hilft auf jeden Fall der Stabilität des Stromnetzes. Dann kann man eben sagen, alles klar, dann schalte ich meine Spülmaschine früh so ein, dass die eben 14 Uhr anfängt, den Strom zu ziehen. Ne? Oder eben, hey, dann werde ich mein Elektromobil halt um die Zeit aufladen lassen. Von daher sind das dann aber vielleicht auch Grundlagen, die dann noch später mit so dynamischen Stromtarifen vielleicht auch genau sehr günstige Preiszonen so für bestimmte Zeiträume aktiviert. Ne? Das könnte eben auch zum Beispiel passieren. Und dann hätte jeder Einzelne tatsächlich so einen Aspekt, wo er einen Beitrag leisten kann für eine Stromnetzstabilität. Auch da will ich nochmal ganz klar zum Ende sagen, da kümmern sich tausende Menschen jeden Tag drum. Ne? Wir haben eine sehr hohe Stromnetzstabilität. Wir stehen nicht kurz vor einem Blackout, erst recht nicht jetzt in dieser Krisenzeit 2022, 2023, 2024. Und wir sollten uns da alle nicht verrückt machen. Aber wir sollten wissen, dass ein Blackout, wenn er passieren würde, wirklich katastrophal wäre. Wir sollten ein paar Ideen davon haben, so die 10 ersten Schritte haben, wie wir dann mit uns und unserer Familie und unserem Umfeld umgehen wollen. Und wir sollten vielleicht auch eine Idee davon kriegen, wie kann ich denn einfach so meinen Teil auch
daran leisten, das Gesamtsystem zu unterstützen. Und das kann im Zweifel sehr wohl bedeuten, dass ich einfach sowieso mir eine Photovoltaikanlage aufs Eigenheim baue und vielleicht noch einen Speicher baue und das bestenfalls netzdienlich einsetze. Also mittags nicht den Strom einfach nur ins Netz einspeise, der vom Dach kommt, sondern in den Akku einspeise und damit eben keine Überstopfung des Netzes vor Ort, der Leitung vor Ort zum Beispiel hervorrufe. Ne? Das ist dann netzdienlich. Also ganz viele Möglichkeiten, wie ich auch selbst da vielleicht reagieren könnte. Und im Zweifel, ein Balkonkraftwerk tut auch schon seinen Job. Okay, aber das auch nochmal in einem anderen separaten Video umso genauer. So, hier bin ich wieder in aller Größe. Das waren jetzt die drei Teile dieser Reportage von der ARD rund um die Krisensituation, rund um den Blackout, rund um die sichere Energieversorgung und in letzter Konsequenz haben wir eben auch nochmal ganz klar gehört, wir stehen nicht kurz vor einem Blackout. Der Blackout ist äußerst, äußerst, äußerst unwahrscheinlich. Aber wenn er kommen würde, wäre es ganz schön schlecht. Okay. Habt ihr Fragen, Anmerkungen oder Ähnliches zu den Inhalten dieser Reportage oder habt ihr Vorschläge für andere, die ich hier vielleicht auch mit einer Reaction versehen könnte? Dann vielleicht auch etwas schneller, performanter. Oder welche Formate wünscht ihr euch vielleicht auch noch auf diesem YouTube-Kanal? Dann gerne unten das in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, wie immer, like das Video, abonniert den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr auch die nächsten Videos nicht verpasst. Und dann auch, wie immer, bis zum nächsten Mal hier bei Energiewirtschaft einfach, der Online-Akademie für die Energiebranche. Mein Name ist Carsten Eckert.